Wenn ihr euren Namen hört, geht ihr rüber zu Bats. Der gibt euch euer Trikot. Diese Trikots sind so cool. Für jeden, der darauf gewartet hat, aufgestellt zu werden. Luis! Aber immer noch wartet. Rivera! Für jeden, der davon geträumt hat, einmal jemand zu sein. Scanlan! Aber immer noch träumt. Walker! Für jeden, der einmal eine Chance haben wollte. Dem Rest von euch möchte ich gern sagen, sie aber nie bekommen hat. Vielen Dank, dass ihr es versucht habt. Dein Tag ist gekommen. Lasst uns loslegen, Männer. Die umgebrachte Icebox. Hör zu, du Monster Barbie verschnitt. Starker Vortrag, aber steckt doch was dahinter? Die Mama muss sofort einen Notarzt rufen. Sie? Warner Brothers und Amblin Entertainment präsentieren... Was fällt dir ein eigenes Team aufzustellen? Typen wie du und Kinder wie die können ja nichts dafür, dass sie nichts taugen. Rick Moranis. Du hältst dich wohl für eine ganz große Nummer. Es geht hier um Kinderfootball. Ed O'Neill. Oh mein Gott, der Coach ist ein Vampir. Ein Erdnussbutter-Marmeladensandwich? Was willst du mal werden, wenn du ständig ans Essen denkst? Und eine Besetzung voller kleiner Wunder. Ich bin zwar kein Fachmann, aber das trägt man etwas weiter unten. Beim Training für das Spiel der Spiele. Die Regeln der Liga sind klar. Pro Stadt nur ein Team. Wir sehen uns im Mittelkreis. Das heißt 50 Yard-Linie, Dad. Und mit ein bisschen Hilfe von Profis. Wow! Haben sie genau 2 Wochen Zeit, um zu lernen, wie man abwirft. Oh ja! Was für ein Kerl. Hi. Fängt. Junge, wenn du schon betrügst, musst du auch gewinnen. Blockt. Vergiss deine Angst. Los jetzt! Ja! Yeah! Ja! Yeah! Ihr habt's geschafft. Und anderen in den Hintertritt. Ihr wollt mir Angst einjagen? Ich zeige euch, wie das wirklich geht. Kleine Giganten. Magst du Football? Nein. Möchtest du Football spielen? Nein. Gut, du bist jetzt in unserem Team. Helden gibt es in allen Größen.